Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Erster Hinweis, wie immer, wir können nicht Ihnen alles in diesen kleinen Vorlesungen erklären. Sie müssen sich die Homepage aufrufen und dann haben Sie den Zugang zu der ganzen Geschichte. Wir können im Moment nur immer die aktuellsten Tagesthemen und heutigen Dinge bringen. Und wie, was ist heute? Was steht jetzt wieder an? Moment. Wo ist es? Da ist es doch. Deutschland versteht die Welt nicht und macht deswegen alles verkehrt, was man verkehrt machen kann. Anstatt die GWÖ-GWO-Kombination einzuführen, die Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination zu diskutieren und einzuführen und so schon vor vielen Jahren dann dem kriegerischen Geschehen in der Welt jegliche Grundlage zu entziehen, schüttet man jetzt Hunderte von Milliarden in das Kriegsgeschehen hinein und macht es größer und reicher und so weiter und erfolgreicher. Also wir machen einfach alles verkehrt, was nur verkehrt machen zu machen ist. Und das heißt, ja, Deutschland ist überfordert zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Und daran kommen wir auch beim Weltrat und den Next Scientists for Future leider gar nicht weiter. Und haben auch immer noch nicht den Termin, die Regierung beraten zu sollen bezüglich oder Teile der Regierung bezüglich der GWÖ-GWO-Kombi und GWÖ-GWO-Diskussion. Ja. Und dazu gehört übrigens auch zum Beispiel im Finanzbereich, es gibt ganz viele Leute, die denken, der Finanzbereich sei das Übel aller Übel. Aber wenn wir wissenschaftlich rangehen, sagen wir, nein, der Tauschhandel hat die Welt zerstört. Die Erfindung des Tauschhandels, die Erfindung des Geldes ist dagegen relativ irrelevant. Ja, der Tauschhandel ist schon das Übel in der Evolution, wenn wir zurückgehen in der Menschheit, ja. Und da begann schon alles Schlechte. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Nein, und deswegen zum Beispiel so einfache Dinge. Das ganze Theater mit den Banken und dem vermeintlichen hochproblematischen Geld schöpfen und Kredite schöpfen aus dem Nichts und so weiter. Arte hatte darüber eine Sendung gemacht. Das ist alles, verschwindet alles wie eine Seifenblase, vermute ich jedenfalls. Sie können uns gerne widersprechen, können gerne in unsere Talkshows kommen und uns falsifizieren. Ja, da freuen wir uns drauf. Wenn wir einfach sagen, wir retten niemals mehr eine Bank, sondern höchstens den einzelnen Sparer, aber niemals die Bank. Dann werden Banken es nicht überreizen mit der Kreditvergabe und so nach dem Motto, das Risiko zahlen die Steuerzahler, das Risiko tragen die Steuerzahler und die Profite landen bei uns, sondern dann werden die nur so vorsichtig Kredite vergeben, dass sie selber nicht in eine Schieflage kommen können und dass sie das auch alles bezahlen können, was entsteht, wenn zum Beispiel die Kredite platzen oder so, ja. Denn dann ist es ja so, dass andere Leute von dieser Bank Geld haben wollen. Und die Bank kriegt für dieses Geld nichts zurück, weil nämlich der Kredit die Tilgung ausgefallen ist, weil die Firma zum Beispiel des Jungunternehmers pleite gemacht hat, ja? Und wenn dann die Bank pleite geht, dann werden alle anderen Banken auch sozusagen dafür sorgen, dass sie nicht in den Risikobereich gehen. Deutschland wird rasend schnell dümmer und genau deswegen machen wir eben alles verkehrt, ja. Also ich habe gestern mal wieder Talkshows gesehen mit Scholz und so weiter, mal reingeschaut. Also es ist eben diese riesige Unwissenheit. Die Menschheit hat jetzt auch schon das Obst und die Früchte kaputt gemacht.
Auch die machen jetzt schon krank. Man gibt Schimpansen nicht mehr unsere Bananen in den Zoos, weil die alle Krankheiten, die wir bekommen, allein durch Bananen bekommen, weil die alle verzüchtet sind, viel zu viel Zucker haben und. Also einfach, das Obst ist jetzt schon kaputt. Also wir müssen sagen, das Letzte, was man noch essen kann, ist Gemüse. Und Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, ja, aber wie lange man die überhaupt auch noch überhaupt essen kann. Eigentlich müssten wir jetzt hingehen und sagen, nie wieder Obst und Früchte, ja? Weil das ist doch überall, wird doch Richtung mehr Zucker gezüchtet und damit wird die Passung zwischen unserem Stoffwechsel, der genetisch gewachsen ist, in den letzten Millionen Jahren sich festgelegt wurde, auf Früchte zum Beispiel mit einem wenig geringeren Zuckergehalt. Und jetzt kommen wir da mit Früchten, die den x-fachen Zuckergehalt haben und die sonst nichts Gesundes mehr drin haben. Und schon werden wir alle krank. Wir können alle so allein durch Obst und Früchte krank werden, ne? Nicht, also auch süße Smoothies sind dann natürlich und süße Säfte sind natürlich dann nochmal tausendfach gefährlicher, weil dann natürlich die Diabetesgefahr gewaltigst wird, ne? Ja, und ja, die Menschheit als die Menschen als Manipulationsopfer brauchen zur Lösung. Das Verstehen dieses Universums Bonobos nicht. Es tut mir leid. Ja, Bonobos können einfach in den Tag hineinleben und ihre Genetik macht das schon. Ihre Genetik macht das Richtige und die leben ihren Pazifismus und all das. Aber wir, die wir sozusagen, jetzt muss ich gucken, wo das war. Ja, vielleicht war es hier, ne? Ja, genau. Leider sind wir diejenigen, wir sind diejenigen, die leider verstehen müssen, was in den letzten 13,8 Milliarden Jahren dieses Universums so alles passiert ist. Und wir müssen verstehen, besonders was in den letzten 13,8 Millionen Jahren der Menschwerdung so alles passiert ist, besonders dann auch vor 0,4 Millionen Jahren, die Erfindung vor 400.000 Jahren, die Erfindung des Tauschhandels, die uns das Genick gebrochen hat. Stehen mit gebrochenem Genick da als Menschheit. Wir müssen das diskutieren und verstehen lernen, um überhaupt leben zu können und überleben zu können oder ohne schreckliches Leiden, glücklicher, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand me mehren zu können, überall auf der Welt, und die Überbevölkerung reduzieren zu können. Aber wir können das alle nicht, weil dazu unser Gehirn offensichtlich, hier Rückevolution des menschlichen Gehirns, Vergiftung des menschlichen Gehirns. Also wir sind heute die Anzugträger, die verblödeten Anzugträger, die eben diese Welt nicht mehr verstehen können. Und wir werden natürlich regiert und gelenkt von lauter Menschen, die diese Welt nicht mehr verstehen können. Wir müssten es schaffen, dass wenigstens das oberste Promille aller Top-Journalisten, aller Elite-Denker und Wissenschaftler und aller Elite-Politiker, aller Elite-Wirtschaftsleute wenigstens mit uns ins Gespräch kommen. Und das macht es so schwierig, ja, dass das eben heutzutage die Formel lautet: Sprich nicht mehr mit anderen Menschen, sprich besonders mit denen nicht und mit denen nicht und mit denen nicht und mit denen nicht und mit denen nicht. Wie heißt es wahrscheinlich bei den Zeugen Jehovas? Sprich nicht mit den Evolutionisten, die sind des Teufels, das sind satanische und so weiter. Ja, und so sprechen wir alle nicht mehr einander, versuchen uns nicht mehr freundlich wechselseitig zu falsifizieren mit Redezeitkonten und Redezeituhren und Schachuhren und so weiter. Nee, machen wir alle nicht mehr und dadurch wird das alles nichts mehr mit der Menschheit. So, jetzt muss ich noch mal zurück hier. Ja,
Das ist das Traurige, leider. Es tut mir ja leid, dass ich Ihnen so viel Bildung und so viel Denken zumuten muss, wenigstens dem obersten Prozent oder Promille der Weltbevölkerung. Die Bonobos brauchen das alles nicht. Die haben das einfach in ihren Genen, den Pazifismus, ihr funktionierendes Sozialsystem. Und die haben halt keinen Tauschhandel und die haben keine vorteilbringenden Irrtümer, die sie einer Gehirnwäsche unterziehen und sie abbringen von ihren genetischen Programmen und dagegen handeln lassen und so weiter. Haben die nicht. Wir sind die Manipulationsopfer, die Opfer von Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda, Werbung durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, irrationale Kognitionen, kurz vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, die uns einer Gehirnwäsche, ohne dass es ihnen bewusst ist, unterziehen und so weiter. Ja, und wir brauchen zur Verlösung das Verstehen dieses ganzen Universums. Und es tut mir leid. Leider ist das unheimlich geistig anspruchsvoll, aber es brauchen ja nur die Klügsten ein Promille aller Bereiche, Journalismus, Wirtschaft, Politik. Die müssen das mit uns diskutieren und verstehen können. Und wenn sie als Bürger das nicht verstehen, die Politiker machen ihnen dann schon klar, dass das der richtige Weg ist und dass es nur so geht, nämlich dass wir weltweit sofort die GWÖ-GWO-Kombination und die GWÖ-GWO-Diskussion erstmal die Diskussion starten müssen und dann schnellstmöglich das Diskussionsergebnis, irgendeine noch verbesserte Variante der GWÖ-GWO-Kombination einführen müssen. So, tschüssi, bis bald. Erst einmal verabschiede ich die Aufzeichnungszuschauer mit dem traditionellen Winke-Winke. Tschüss.